Der Entwickler des PCR-Tests heißt Carrie Banks. Und Carrie Banks dass dieser Test ungeeignet ist, um Viren nachzuweisen. Ja? Das muss man da erstmal irgendwie verdauen. Und ein Test, der ungeeignet ist, Viren nachzuweisen, ja, Ja, dazu muss man auch nochmal sagen, Coronaviren gibt es eigentlich überall, bei jeder Grippe, eigentlich sind die immer nachweisbar. Ja? Und wenn man diese Menschen, die gestorben sind, auch mal testen würde auf Influenza oder Adenoviren, auch diese würde man nachweisen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie daran gestorben sind. Und die Grundlage des PCR-Tests basiert letztendlich darauf, dass man Genschnipsel analysiert. Ein guter Freund von mir hat das ganz nett für Laien dargestellt, das fand ich ganz, ganz super. Und zwar hat er gesagt, wenn man ein Stück von einem Zehennagel findet, ja, dann untersucht man diesen Zehennagel mit diesem PCR-Test und dann würde man, Zehennagel gehört meinetwegen dir, ja, aber wenn man diesen Test immer und immer wiederholen würde, würde man irgendwann dahinter steigen, dass es doch nicht dein Zehennagel ist, sondern vielleicht von einem Tier, ja, also es geht immer darum, wie oft wiederholt man diesen Test und je öfter man diesen Test wiederholt, und das Ergebnis immer das gleiche ist, desto aussagewürdiger ist der. Ja, aber das tut ja keiner. Ja, das muss man auch mal irgendwie verstehen. Also diese ganze Pandemie, ja, die weltweit Tote hat, mit einem Test nachgewiesen, der ungeeignet ist, um Viren nachzuweisen. Ja, darauf basiert die ganze Pandemie und alle Toten, die wir weltweit jetzt hier haben. Ich frage mich wirklich, alle Wissenschaftler, die das wissen, alle Mediziner, alle, die in diesem Bereich leben, ja, die wissen, Tausende von Menschen in Afrika, überall auf der ganzen Welt, die werden nicht berücksichtigt. Und jetzt auf einmal sind es alles Covid-19-Tote. Hey, so ein Zufall. Also, genau, ich appelliere einfach nur an den menschlichen Verstand und ich würde alle bitten, die, die Angst haben vor Covid, einmal zu überlegen, auf welcher Grundlage basiert eigentlich die Aussage, dass diese Menschen an Covid-19 gestorben sind. Ja? Man kann sich nicht permanent von irgendwelchen Medien manipulieren lassen, das hat Hitler damals auch eine tolle Strategie gezogen, ja, dann gab es den Zweiten Weltkrieg und so weiter und im Nachhinein wusste keiner mehr, wie konnte das passieren. Ja, also das sind Manipulationsmedien wieder in die Welt gestreut werden und das wäre schön, wenn wir Menschen aufhören würden, uns permanent manipulieren zu lassen und einfach mal die Dinge reflektieren, nachdenken und vor allem auch mal erforschen, ob das, was wir da hören, tatsächlich auf Realitäten basiert. Ja. Da gibt es tolle Politwissenschaftler wie Daniele Ganser, die werden wahrscheinlich viele von Ihnen kennen. Also der ist super. Es gibt viele andere. Es gibt den Dr. Wodak, der defamiert wird, ja, weil er mal die Wahrheit sagt. Unsere Politik hat oft genug bewiesen, wie sie uns gelogen hat und trotzdem glauben wir jetzt auf einmal alles, was sie sagt. Ja, so ein Ding. Also, bitte, informiert euch einfach. Kommt den Müll nicht, der den Medienmann fabriziert wird, weil das ist eine, eigentlich ist Medienkonsum Massenmanipulation und Massenverblödung. Ja, und schön wäre, wenn wir einfach Informationen uns zugute ziehen. Und ich weiß, in einer Welt, wo viele Informationen quer gestreut werden und man nicht mehr weiß, was man glauben soll, ist es schwierig, irgendwie eine Meinung zu bilden. Ja, aber letztendlich kann man mit der Frage, wer profitiert davon, immer irgendwie auf einen Punkt kommen. Follow the money! Was? Follow the money! Also im Endeffekt, fragt euch bitte, wer profitiert davon, wer hat was davon, wer verdient daran Geld, ja, und im Endeffekt kommt man dann immer irgendwie auf ein wirklich gutes Ergebnis. Und es gibt viele Wissenschaftler, die leider nicht gefragt werden, weil es wird ein Virologe, ein Tierarzt und Doktor dafür
ganz Deutschland, ja, das sind ja die einzigen Ärzte, die überhaupt was im Grips haben, und die beraten die deutsche Bundesregierung. Ja, weil alle anderen sind ja zu blöd. Ja, aber diese drei sind befähigt, der Bundesregierung zu vermitteln, wie gefährlich Covid ist und wie, ja, wie verrückt alle die sind, die nachdenken und keine Angst vor Covid haben. Also ich bin echt froh, dass hier echt viele Leute sitzen. Ich bin dankbar, dass es doch einige gibt, die nachdenken, weil mich persönlich, ich habe Angst davor. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Covid geht mir echt sonst wo vorbei. Das interessiert mich gar nicht aufgrund meines Jobs. Ja, weiß ich, was wir machen und wie gefährlich Viren sein können. Das weiß ich alles, aber das macht mir keine Angst. Mir macht Angst, dass tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, in der Zeit, in der ich lebe, weltweit Menschen manipuliert werden. Ich muss jetzt stehen bleiben. Das ist mein. Davor habe ich echt Angst. Ich will jetzt mal warten, bis das trocken ist hier. Ja, das ist er. Wir sind ja die Leidtragenden, weil wir haben was kapiert, aber die Masse, die der Meinung ist, die müsste alles mitmachen, die formt unsere Zukunft und vor der habe ich Angst. Ja? Ich will nicht von Schafen regiert werden. Ich will eigentlich gar nicht regiert werden. Ich kann mich selber regieren. Und ich hoffe einfach, dass wir als Bevölkerung, die irgendwie reflektiert nachdenken kann, irgendwie die Menschen erreicht, die ich bin letztens aus dem Bioladen gekommen, da hat eine Frau die Maske runtergenommen, hat erstmal tief Luft geholt, weil sie keine Luft unter dieser Maske gekriegt hat. Und ich so, ja, hoffentlich hört der Schwachsinn auf. Und dann sagt sie zu mir, ja, es muss endlich ein Gegengift her. Ganz ehrlich, Leute, ich habe so eine Wut im Bauch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Erstens, wenn jetzt ein Impfstoff kommt, der ja sowieso schon die ganze Zeit geplant ist, ja, wenn man sich diese ganze Herangehensweise mal von Bill Gates und Co. anguckt, weiß man ja, dass diese Impfkampagne schon länger läuft. Ganz ehrlich, wer von euch will eigentlich, dass ein Teilnehmer eines der größten Menschenexperimente weltweit werden an einem Impfstoff, ja, der nicht getestet worden ist? Da sollen wir jetzt alle geimpft werden. Keine langwierigen Ergebnisse. Selbst wenn es am Ende des Jahres einen Impfstoff gäbe, ja, da hat ja jeder eine gespaltene Meinung. Ich zumindest. Also, ja genau, die Tierversuche wurden sogar übergangen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel ein Impfstoff rauskäme und eine Zwangsimpfung die Folge ist, weil die Schafe alle sagen, ja, wir brauchen ein Gegenmittel, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht bereit, meinen Körper, meine Unversehrtheit meines Körpers, ja, an einem Menschenexperiment irgendwie, spinnt die alle, oder was? Ich bin auch kein Fan von Tierversuchen, ja? Aber ganz ehrlich, man kann nicht irgendeinen Stoff, der gerade entwickelt worden ist, in eine Blutbahn eines Menschen injizieren, ohne zu wissen, welche langwierigen Folgen das mit sich zieht. Ja, wir können doch das alles nicht zulassen. Und auch die Schafe, die meinen, wir brauchen einen Impfstoff. Okay, dann brauchen wir einen Impfstoff, Leute, aber dann soll doch bitte jedem selbst überlassen sein, ob er sich das Zeug injizieren lassen will oder nicht. Weil ich mach das nicht mit. Und ich hoffe einfach, dass wir mehr werden. Wir haben aufgrund der Demonstration am Rosa-Luxemburg-Platz, wahrscheinlich darf ich das jetzt gar nicht sagen, weil ich mache es trotzdem. Am Rosa-Luxemburg-Platz, wir sind ab dem ersten Tag immer dabei gewesen und wir haben echt die Nase voll von der Einteilung der Parzellen von den Polizisten. Nichts gegen euch, schön, dass es euch gibt, aber Strategie ist jetzt nicht so prickelnd. Und zwar haben wir einfach beschlossen, okay, wenn wir nicht demonstrieren dürfen, dann fahren wir halt Fahrrad. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr alle mitmachen würdet. Wir fahren jeden Samstag 15 Uhr am Breitenscheidplatz los. Wir kommen in Weiß, damit man uns erkennt, ja, weil wir haben keinen Bock mehr gecasht zu werden. Wir haben keinen Bock mehr für nichts und wieder nicht verhaftet zu werden, ja, weil wir sind keine Verbrecher. Hallo da oben. Wir sind gebildete Menschen mit wirklich gebildetem Hintergrund. Wir haben auch was in der Birne, wir können nachdenken. Wir gehen nicht auf die Straße, um euch zu stören oder unsere Grundrechte. Warum weiß ich, wir stehen für etwas. Ja? Wir stehen für Freiheit, für Grundrechte, für das Recht, auch mal auf die Straße gehen zu dürfen und zu sagen, was wir für richtig halten und was wir für falsch halten.
Ja, also ich würde mich freuen, wenn wir mehr werden. Wir sind heute zum ersten Mal gestartet um 15 Uhr. Das ist noch viel, viel mehr. Also 15 Prozent Anstandsplatz, ich würde mich freuen. Wie gesagt, wir stehen für die Umrechnung.